Chancen multiplizieren sich, wenn man sie ergreift. So zumindest sagt das Sun Tzu. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Teddy steht in einem Gebüsch. Wir spielen wieder bei der Artillerie und neue Map, neues Glück. Naja, mal sehen. Wie immer gilt auch hier der Hinweis aus der letzten Folge. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich tue, erzähle euch aber trotzdem davon. Mein grundsätzlicher Gedanke hierbei war nämlich, auf dieses Dorf zu zielen oder schon mal vorzuzielen und darauf zu warten, dass die ganzen großen, schweren und langsamen Panzer hier durchrollen, weil da würde ich durchfahren, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe mich auch gleich darauf beschränkt, nicht auf die andere Seite zu zielen, weil dort fahren natürlich immer die leichten Panzer lang. Aber wie ihr gleich sehen werdet, passiert hier gar nichts und ich ziele doch wieder auf die andere Seite, nur um dann festzustellen, dass das keine gute Idee war. Denn der Panzer, der dort gespottet wurde, ist aus irgendeinem Grund schon gar nicht mehr da. Und der andere, auf den ich danach zielen will, der sich dann nämlich, na, wo ist er? In der Mitte der Karte aufmacht, genau dort. Ja, der steht leider gut geschützt hinter einem Stein und ich kann ihn nicht auf ihn zielen. Außerdem ist irgendjemand anders schon in der Lage, darauf zu schießen und bei 1% brauche ich mit der Artillerie nicht mehr zu schießen. Nun denke ich mir, einfach auf diesen Panzer da drüben schießen. Aber jetzt tritt wieder das Problem auf, ich ziele nicht rechtzeitig in die Richtung, in die ich schießen will. Mein Zielkreis ist viel zu groß und bis ich endlich mal einen kleinen Kreis habe, ist das Ziel schon wieder verschwunden. Außerdem mache ich, wie ihr gleich sehen werdet, einen Fehler. Und zwar, ich versuche dem Ziel hinterher zu fahren mit meiner Kanone. Vergesse dabei aber meine Wanne zu blockieren. Und was passiert ist, dass der Panzer sich weiter dreht, als ich eigentlich will. Er bewegt die Wanne, mein komplettes Zielen geht in die Hose und ich kann wieder nicht auf ihn schießen. Mal ganz davon abgesehen, dass der Panzer in der Zwischenzeit auch schon zerstört wurde. Ich denke, hier ist ein sehr guter Punkt, auf dem man generell draufhalten kann, weil das ist eine Engstelle, die ich auch schon öfter hochgefahren bin, weil ich mir dachte, dass ich von da aus bestimmt eine gute Position habe. Und eine gute Möglichkeit habe, auf den Feind zu schießen. Allerdings war da wieder jemand schneller, nämlich die beiden leichten Panzer da vorne. Da ich aber zumindest ein Stück weit dazugelernt habe, halte ich einfach weiter auf dem Punkt und denke mir, wo zwei sind, sind noch mehr. Und hoffe, dass weitere Panzer diese Engstelle oder diese Steigung hochkommen. Was, wie ihr gleich sehen werdet, auch passiert. Allerdings habe ich dann das Problem, dass meine Kanone nicht genau genug schießt oder ich zu weit nach oben halte, mein Schuss genau über den Panzer rüberfliegt und irgendjemand anders aus meinem Team den Panzer zerstört. So, super. Zwei Schuss, immer noch kein Treffer. Was für eine Leistung. Nachdem das ganze Match nun ohne besondere Ereignisse vor sich hingammelt, tut sich auf der anderen Flanke wieder ein Ziel auf und diesmal bin ich etwas erfolgreicher. Meine Kanone ist nämlich ausnahmsweise sogar mal nachgeladen und ich habe das Glück, dass einer der Kollegen diesem Panzer gleich die Kette kaputt schießen wird, wenn er sich bewegt. Genau hier. Was mich in die glückliche Lage versetzt, mal endlich bis zu Ende auf ihn zu zielen. Und den armen Panzerfahrer völlig zu zerlegen. Seinen Kollegen da oben erwische ich leider nicht mehr, weil meine Nachladezeit viel zu lang ist. Auch meine Zielzeit. Und außerdem sind meine Kollegen schneller. Dann, nachdem ich einmal wieder auf die Minimap gucke, fällt mir allerdings etwas auf. Und zwar, alle meine Panzer sind auf der von mir aus gesehen rechten, also von oben gesehen linken Seite des Spielfeldes. Und ich bin der rechteste Panzer, zumindest von dem, den ich sehen kann. Ich weiß, dass unten noch andere Panzer von uns sein müssen, ich habe aber keine Ahnung, wo sie sind, weil mein Funkgerät nicht weit genug reicht. Von daher dachte ich mir, werde ich mich zumindest mal da hinten irgendwo ins Gebüsch verziehen, weil sollte es doch ein Panzer schaffen, auf der rechten Seite, also im Osten der Karte, sich durchzuschleichen und mir in den Rücken zu fallen, tja, dann war es das mit Teddy in seiner Faggot-Dose.
Die restliche Partie stellt sich leider als nicht besonders spannend dar. Es tauchen noch ein paar Ziele auf, die ich alle natürlich wieder mal nicht erwische rechtzeitig. Ja, und wir gewinnen die Partie. Da ich euch dieses langweilige Angucken ersparen will, blende ich einfach mal an dieser Stelle aus, bedanke mich erneut wieder fürs Zusehen, mache diesen Sound kaputt und sage auf Wiedersehen und bis bald.